Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll vereinfacht werden. Das heißt, es soll einfacher möglich sein, aus Nicht-EU-Staaten Leute nach Deutschland zu bekommen, die auch arbeiten dürfen schon von Anfang an, obwohl vielleicht noch der ganze Genehmigungsprozess noch nicht durch ist. Was bedeutet das für dich? Was kannst du da rausholen? Und worauf solltest du auf jeden Fall achten? Darum geht es in dem Video. Viel Spaß dabei. Ja, wir beklagen uns in Deutschland ja regelmäßig über das Thema Fachkräftemangel. Wir haben zu wenig Leute. Und vor allem zu wenig Leute. Und das ist der Hauptpunkt, die arbeiten wollen. Wir haben genug Leute und auch genug Arbeitslose. Aber halt zu wenig, die wirklich arbeiten wollen. Und das hängt einfach damit zusammen, dass der Lebensstandard in Deutschland auch ohne Arbeit sehr hoch ist. Also die Leute faktisch nicht arbeiten müssen. Ja, und jetzt machen wir es deswegen scheinbar so, wie es sich in der Vergangenheit auch schon häufiger etabliert hat. Nämlich wir bieten anderen Ländern, denen es nicht so gut geht, einfach, wo es den Leuten nicht so gut geht, an. Die können nach Deutschland kommen, dort arbeiten. Machen wir schon länger. Aber jetzt wird diese Möglichkeit auch nochmal vereinfacht. Bedeutet, wir können aus diversen anderen Ländern, anderen Kontinenten, außer Europa jetzt natürlich, da geht es natürlich immer, oder einfacher zumindest, können wir Arbeitskräfte organisieren. Und was gibt es dabei zu beachten? Es ist klar, dass diese Arbeitskräfte eine andere Vorbildung haben. Das ist logisch, teilweise funktionieren Schulen da anders oder gar nicht. Es ist klar, dass die kein Deutsch sprechen, auch das ist eine Sache, die berücksichtigt werden muss. Aber es ist auch ein was klar, die Leute sind arbeitswillig. Und wenn man jetzt auch mal in die Vergangenheit guckt, ne, die Zeiten, als viele, es gab ja die Zeit, wo sehr viele Türken zum Beispiel nach Deutschland gekommen sind, das waren alles Leute, die arbeitswillig waren. Und das waren Leute, die wirklich sich ins Zeug gelegt haben, die wussten, okay, jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel in der Türkei, ist es einfach so, dass die Arbeitsbedingungen da schlechter sind, dass die Gehälter da schlechter sind, dass die Lebensumstände einfach schlechter sind. Und da gibt es natürlich jetzt Länder, wo es noch viel schlimmer als in der Türkei gerade aussieht. Und jetzt mal nur den Vergleich zu bringen. Und entsprechend sehe ich das als sehr, sehr große Chance einfach auch an. Ja, als Handwerksbetrieb muss man sich dann natürlich die Frage stellen, okay, wie gut bin ich aufgestellt, um so jemanden dann auch in meine Firma reinzuholen? Ne? Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu beleuchten, wie gehe ich dann damit um, weil die Leute müssen ja erstmal auch sprachlich gesehen entweder auf das Level kommen oder schon auf dem Level sein. Ne, da gibt es ja auch Angebote von der Regierung dann, aber trotzdem auch, wie einfach ist es auch bei dir im Betrieb dann sozusagen klarzukommen, wie einfach sind auch deine Abläufe? Das sind natürlich alles Fragen, die man vorher sich stellen muss, ne? Ja, genau. Also es wird halt Unternehmen geben, die von Tag 1 an diese Leute aufnehmen können und sagen können, hey, bei uns ist alles, keine Ahnung, dahinter mit in Bildern erklärt und die Dinge, die du machen musst, da musst du jetzt kein Deutsch für können zum Beispiel. Du hast da keinen klassischen Kundenkontakt, andere Dinge oder Dinge laufen auch teilweise anders. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass natürlich dazu auch die fachliche Eignung bei den Leuten einfach nicht so da ist wie in Deutschland. Die haben jetzt keinen Gesellenbrief, der in Deutschland anerkannt werden würde. Bedeutet auch, da musst du es schaffen, dass sie Aufgaben machen können, wo sie trotzdem Mehrwert schaffen, die aber keine fachliche Voraussetzung benötigen. Und es wird Unternehmen geben, die haben diese Voraussetzungen und die können en masse Leute einstellen können. Diese Leute werden sogar im Verhältnis natürlich weniger Geld verdienen als deren eigenen Gesellen, was auch logisch ist, werden aber, wenn sie es richtig machen, eine ähnliche Endleistung irgendwo bringt, zumindest in ihrem Bereich dann. Natürlich nicht als Geselle, das ist klar. Ja. Und das wird halt dafür sorgen, dass diese Unternehmen einfach diesen Vorteil haben, weil die plötzlich auf eine quasi unbegrenzt große Anzahl an Mitarbeitern zurückgreifen können, ohne dass man irgendwie teure Werbemaßnahmen oder so dafür machen müsste. Ja. Ich finde auch, da muss man sich dann in seinen Prozessen auch so ein bisschen hinterfragen, okay, was können wir vielleicht ein Stück ausgliedern, wofür man jetzt nicht fachlich so fit sein muss, vielleicht auch sprachlich nicht perfekt sein muss. Ja. Wenn du jetzt vielleicht sagst, nee, bei mir, da muss man ja Kundenkontakt haben, da muss man ganz genau mit allen Kollegen sich fachlich auch verständigen können, da muss man dies machen, das machen. Aber überleg doch mal, was könnte man vielleicht machen, um auch gewisse Arbeitsschritte vorzuziehen? Ja, vielleicht im Lager gewisse Tätigkeiten, schon mal die die ganzen Produkte für den, also die ganzen Materialien für den, für die Montage vorbereiten. Ja. Ja, das ganze Kommissionieren der Ware im Lager. Dass du da gewisse Arbeitsschritte, was sonst vielleicht jemand vom Montageteam machen würde morgens, könntest du vielleicht schon vorbereiten lassen und so weiter. Ne? Das heißt, Dinge, wo man jetzt nicht direkten Kundenkontakt braucht, was man relativ einfach anlernen kann. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Leute dumm sind oder so, sondern das soll nur heißen, wie gesagt, also die können ja vielleicht die Sprache noch nicht und die können fachlich auch gesehen noch nicht das, was deine anderen Mitarbeiter können. Dadurch gewisse Aufgaben eben rauszuziehen, die vielleicht einfacher sind von der Handhabung her, wo man schnell Mehrwert liefern kann, was du eben schon gesagt hast. Ja. Und da überleg einfach mal, wo gibt es vielleicht in deinem Unternehmen gewisse Dinge, die man vielleicht ausgliedern kann aus den normalen Prozessen, vielleicht sogar im Büro, ja, gewisse Sortierarbeiten, gewisse Vorbereitungstätigkeiten. Das können alles Dinge sein, die so eine Person, wo die euch gut unter die Arme greifen kann. Genau, und diese Leute, die das betrifft, die werden ja extra oder kommen ja extra nach Deutschland, um eben arbeiten zu können. Darum geht es ja. Ja. Das heißt, die werden dann wirklich sehr arbeitswillig sein. Die werden eine ganz andere Arbeitsmoral haben als seine aktuellen Leute, wahrscheinlich. Nicht jeder von denen, ist auch wieder klar, da gibt es Ausnahmen, aber viele von denen werden eine ganz andere Arbeitsmoral haben und sehr dankbar sein für die Sachen, die sie erledigen dürfen. Dafür, dass sie im Endeffekt für Deutschland Mindestlohn, was für die ein riesen Geld ist, im Endeffekt arbeiten können. Und
es wird auch Leute geben natürlich, die sagen, ja, nee, wir warten jetzt ab, bis Deutschland diese Leute dann komplett integriert hat, bis die gut Deutsch sprechen, bis die die Ausbildung dann haben. Ja, kannst du machen. Dann vergehen A, 3 Jahre und B, dann prügeln sich alle um diese Leute und wollen die haben. Ne, mach's doch anders, hol die Leute eher ran, bild die vielleicht dann sogar selber in deinem Betrieb aus, dann haben die vielleicht eine gewisse Dankbarkeit und Bindung zu dem Unternehmen und werden auch bei dir bleiben. Und da hast du einfach eine riesen Chance. Also, wenn du jetzt die Strukturen so umstellst und auch offen bist für, dann hast du riesen Möglichkeiten in Zukunft, diesen Fachkräftemangel einfach komplett ignorieren zu können, was einfach dich nicht betrifft. Ja, wie sowas funktioniert, solche Strukturen aufzubauen, das erklären wir natürlich auch in anderen Videos, das ist klar. Deswegen kann auf jeden Fall abonnieren, da oben nach oben geben, wenn dir das Ganze gefallen hat. Vielleicht hast du auch schon Erfahrungen in dem Bereich gemacht, gerne dann auch kommentieren und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Bis dann. Bis dann, ciao.